geil ist das denn? So Leute, mal wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Das wird morgen unser Studio sein zum Europa League Finale Sevilla gegen Dniepropetrovsk. Unser Tisch ist schon da und schaut euch mal den Blick raus hier direkt hinter uns ins Stadion von Warschau an. Ja, also wir sind wirklich da zum Finale. Nochmal Sevilla gegen Dniepropetrovsk. Das ist wichtig. Dniepropetrovsk. Nach dem Finale dann morgen, ich habe schon ein, zwei Mal angekündigt, gibt es dann hier die Talkrunde aus diesem Studio mit Freddy Bobic, mit Mirko Slomka und mit Felix Magath. Und da gibt es ja einige Themen, vor allem aus der Fußball-Bundesliga, rund um die Fußball-Bundesliga. Ich sage nur HSV, Stuttgart, Schalke, neuerdings auch Frankfurt, worüber es sich zu reden lohnt. Das werden wir tun. Aus diesem Stadion. Oh, da hängt noch ein Kabel vom Licht. Das wird morgen weg sein. Nein. Wie nein? Nein. Er sagt nein. Nein. Kann ja nicht wahr sein. So, also wie gesagt, kurze Impression hier aus Warschau. Unser Studio. Herrlich. Herrlich. Es wird noch. Es wird noch. Wir basteln noch. Sollen wir mal einmal durch die Katakomben hier gehen zur Plattform, wo Andrea Kaiser und Matthias Killing dann während des Spiels sich aufhalten und wo wir immer hinschalten. Das ist der Gang. Ich zeige euch mal, dass das die Geschichte der kurzen Wege ist hier bei uns. Ja? So, ich bin es immer noch. Das wird wieder eine Aufnahme, herrlich, wie früher. So, dann geht man hier durch einen weiteren Raum und dann kommt man auf die sogenannte Presenter-Form-Plattform. Das ist hier, das ist eine Presenter-Plattform. Und von da melden sich dann Andrea Kaiser und Matthias Killing, wenn sie nicht mehr unten am Spielfeld sein dürfen, weil sie verjagt wurden. Herrlich. Also, bis morgen. Direkt nach dem Europa-League-Finale, das ihr natürlich auch schaut bei Kabel 1, unsere große Talkrunde aus diesem Stadion. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Tschüss.